Ja, Freunde, der Zylinderkopf ist zerlegt. Jetzt müssen die Komponenten gereinigt werden und das ist sehr viel Arbeit. Wie hat der liebe Frank aus dem Publikum so schön gesagt, der Zylinderkopf ist so viel Arbeit wie der alles andere zusammen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Willkommen bei Sams Channel. Ja, Titanventile. Titanventile sind es natürlich eher nicht. Titanventile wären noch deutlich viel leichter als diese Ventile. Und dass sie nicht magnetisch sind, liegt ganz einfach an der Legierung. Also viele von euch waren der Meinung, das sei so. Ich habe mal mit meinem Meister drüber gesprochen. Der hat auch gesagt, nee, keine Titanventile, auf gar keinen Fall. Es ist ganz einfach ein spezieller Stahl, der ganz einfach so aussieht und ganz einfach diese Eigenschaft hat. Warum das damals so gemacht wurde und warum heutige Ventile von der CBF 1000 zum Beispiel anders sind, das weiß ich nicht. Das müssen die Materialwissenschaftler wissen. Ist auch nicht so wichtig im Prinzip. Die Ventile funktionieren, sie sind im guten Zustand. Jetzt werden sie gereinigt und dann werden sie weiter benutzt. Ich habe mal gerade auf meinem Drucker ein bisschen was ausgedruckt, habe eine Kiste genommen und habe in diese Kiste Löcher gebohrt. Also ich habe erstmal das, was ich ausgedruckt habe, auf die Kiste draufgeklebt und habe dann Löcher reingebohrt. Ich habe sie geschlagen mit dem Lochstanzer. Und kann jetzt die Ventile entsprechend dem, wo sie hingehören, beschriftet in diese Kiste stecken. Das ist ganz schön. Diese Kiste kann ich dann später auch immer weiter benutzen, auch für die Honda. Vierzylinder-Motorräder. Genug Löcher sind jetzt drin. Und wenn ich mal irgendeinen Zwölfzylinder baue, muss ich halt mal gucken, dass ich noch so eine Kiste finde. Aber ich fand das irgendwie gut gelungen und ich dachte mir, ich zeige euch das mal. Ich mache das immer so, dass ich ein bisschen Optiglanz in so ein Becherchen schütte. Manchmal auch daneben schütte und dann kommt das Ventil da rein. Und darf da ein bisschen drin weichen. Ich hoffe, dass es nachher noch da ist und nicht gewichen. So besonders mega effektiv ist das nicht. Backofenreiniger soll auch gehen. Aber naja. In der Regel jetzt aber auch ohne mechanische Behandlung nicht. Ich nehme hier also einen Schrumpfschlauch, der steckt hier drin. Halt einer, der lang genug ist. Dann stecke ich das Ventil in den Schrumpfschlauch rein. Drehe das leicht an, muss ja nicht viel sein. Das, was ich hier als Schabe habe, ist aus einem, ja, wie nennt das? Ein Windeisen, genau, ein Windeisen zum Gewindeschneiden. Da ist mir mal eins zerbrochen und da habe ich diese Teile hier aufgehoben. Und die kann man sehr gut benutzen, um Ventile abzuschaben. Ich kann das mal zeigen. Ich hoffe zumindest, ich kann das, um nicht ohne selbst im Weg zu stehen. Das Schöne ist, durch diese Spitze ja, das ist so das Verfahren. Ich muss nur von der anderen Seite kommen und da kann die Kamera das halt schlecht sehen. Und da fliegen also ganz schön die Fetzen dabei. Nach dieser brachial anmutenden Behandlung sieht so ein Ventil also so aus. Der ganze Dreck ist schon mal halbwegs gelöst und liegt dann hier unten. Das ist nur von zwei Ventilen jetzt, dieser ganze Junk. Und dann kommt es also in Optiglanz und das macht dann hoffentlich den Rest eine Zeit lang. Und wenn das dann durch ist, kommt es nochmal auf die Drehbank und wird mit Schleifvlies behandelt. Und mit diesem Stahl sollte man auf gar keinen Fall jetzt auf die Passflächen, also auf die Dichtflächen gehen, sondern nur halt drumherum. Das ist klar.
So, die Ventile sind wieder sauber und sie sind ganz gut geworden. Das hier ist ein Beispiel für das Pitting auf den Auslassventilen. Es ist auf einigen Ventilen doch nicht so wenig, wie ich am Anfang gedacht und gehofft habe. Es ist also schon, ja. Ich will nicht sagen kritisch, aber auch nicht schön. Okay. Sind auch nicht alle gleich. Dieses Auslassventil zum Beispiel ist viel besser. Auch die Einlassventile haben zum Teil ein bisschen Pitting. Man sieht bei diesem Auslassventil zum Beispiel recht schön, wo die Sitzfläche war. Und bei manchen Ventilen hat man auch das Gefühl, dass es hier an dieser Stelle eine etwas schärfere Kante gibt als bei anderen. Die Ventile sind nicht mehr neu und sie werden es auch nicht mehr werden. Man könnte vielleicht versuchen, die wieder ein bisschen besser hinzuschleifen. Ein Motorenbauer würde das vielleicht tun oder machen wollen. Wir werden das entscheiden, denke ich mal, beziehungsweise Andreas wird das entscheiden. Der wird ja mitgehen zu Red Hat. Möglicherweise nehme ich die Ventile mit und werde mal hören, was die für Vorschläge haben. Aber jetzt mache ich erstmal den Kopf sauber und wir schauen uns die Ventilsitze an. Und dann wird overall entschieden, denke ich mal. Ja, und das ist, wie die Reinigungsmaschine aussieht, nachdem man 24 Ventile gereinigt hat. Die hat jetzt auch erstmal eine Reinigung nötig, das ist ganz klar. Hier liegt der ganze Schrott. Ja, das ist so der Arbeitsaufbau mal zu eurer Information. Und so sieht es hier drin also aus, während man am Arbeiten ist. Und so sieht es im Idealfall aus, kurz bevor man fertig ist, vor der Wäsche. Manchmal ist es richtig anstrengend. Das Rad ist zu groß. Nehmen wir mal ein kleineres. Es geht um diesen Schrott hier. Langsam wird's. Ja, Freunde, der Kopf ist wieder halbwegs sauber. Die Brennräume sind ganz gut geworden. Die Dichtfläche habe ich jetzt noch nicht so gut hinbekommen, aber das ist irrelevant, weil die Dichtfläche wird ja noch abgezogen bei Red Hat. Deshalb habe ich mir die Mühe nicht gemacht, diese Sachen hier abzukratzen, weil es ist extrem schwierig. Es ist sowas von hart und fest, hätte ich nicht gedacht. Die Ventilsitze sind, ich will mal sagen, ganz okay. Die Sitzfläche ist ja dieses kleine Teil oder hier beim Auslass ist es diese kleine Fläche. Und das ist ja hier ein Einlass und man sieht also, dass das ganz gut aussieht. Aber ich gehe mal gerade zum Nachbarn hin. Hier sieht man, dass es etwas weiter unten, also die Dichtfläche ist ja auch hier an dieser Stelle, dieser ja, halbe Millimeter vielleicht oder knappe Millimeter. Und hier unter der Dichtfläche ist das Metall also sehr rau und uneben, aber das ist eigentlich don't care, weil die Dichtfläche ist hier an dieser Stelle. Aber möglicherweise wird ein Motorenbauer sagen, darüber schleifen wir mal drüber und über die Ventile auch, weiß ich nicht, wird sich alles zeigen. Nur, wenn jetzt
die Ventile tatsächlich bei Red Hat neu eingeschliffen werden würden oder eingefräst, neu gefräst werden würden, die Ventilsitze, dann könnte ich meine ganzen Shims wahrscheinlich alle nicht mehr benutzen. Und das sind ja viele und diese Shims sind sauteuer. Ich habe gesehen, so ein Shim kostet um die 9 Euro. Und wenn ich die alle nicht mehr benutzen kann und alles neu brauche, könnt ihr euch ja ausrechnen, was allein neue Shims kosten. Und ich brauche ja auch ein paar zum Ausprobieren. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt gleich treffe. Ich messe die Shims ja üblicherweise, messe das Ventilspiel und ja, probiere dann ein bisschen hin und her und das beste Ergebnis nehme ich dann. So habe ich das bisher immer gemacht und das war sehr erfolgreich. Ich war also immer unter 0,01 in der Toleranz und diese Motoren laufen ganz prima. Zum Beispiel das schwarze Monster, was ich damals gemacht habe. Ihr erinnert euch vielleicht dran, Jäger des verlorenen Shim. Das hat danach 30.000 Kilometer inzwischen wieder aufgespult und läuft ganz hervorragend. No issues. Ja, und da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz drauf und denke mir, ich habe alles richtig gemacht. Und da wurde auch nichts neu eingeschliffen bzw. neu gefräst, sondern einfach nur mit ein bisschen Schleifpaste und gut war es. Ob da jetzt vielleicht 2, 3 oder 5 PS zum Maximum fehlen, zum möglichen Maximum, ist eigentlich nicht relevant. Richtig schlimm war ja das Doppeläffchen. Die Ventile waren ja sehr kaputt. Die hätte ich gerne ausgetauscht, wenn ich welche gehabt hätte. Aber selbst die laufen prima. Ich glaube, Doppeläffchen hat inzwischen auch schon wieder 10.000 Kilometer auf diesem verranzten Kopf gefahren. Man kann immer für viel Geld viel tun. Und wenn in der Tuner-Szene optimiert wird, darf man das nicht verwechseln, hat das nichts zu tun mit Hobbyschrauben und etwas halt wieder für den Straßenbetrieb, für den normalen Spaßbetrieb einfach zum Laufen zu kriegen. Ja, und so sind halt meine Möglichkeiten. Und mehr soll es auch nicht werden. Und wer mehr will, der muss zum Profi gehen. Und dort eben so viel Geld auf den Tisch legen, wie es kostet. Also allein die Reinigung in diesem Zustand hat bestimmt einschließlich der Ventile 10 bis 12 Stunden gekostet. Ich habe es nicht zusammengerechnet, aber ich habe mehrere Tage dran gearbeitet, zum Teil auch von früh bis spät. Ganz wichtig ist Öl nach dem Reinigen. So, fast gut. Die Bürste wird kaum noch schmutzig. Mit der einen Seite bin ich jetzt fertig. Und ich kann euch an der anderen Seite noch mal zeigen, wie ich das mache. Die Bürste wird mit Bremsenreiniger gereinigt. So, es ist wieder sauber. Kann man sehen, ja, ne? Denke. So, jetzt drehe ich den Kopf rum. Jetzt geht es mit ein bisschen Öl in die Löcher. Manche sind relativ sauber. Aber es gibt auch welche, da kommt das Bürstchen Kohlrabenschwarz schwarz raus. Dann wird es wieder geputzt, das Bürstchen. So zum Beispiel. So, und dann wieder frisches Öl. Diese Bürstchen gab es mal bei eBay. 10 Stück für keine Ahnung. Ganz toll. Habe ich mal gekauft. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass sie so klein sind, aber sehr praktisch, dass sie so klein sind. Ja. Man muss das so oft machen, bis der Dreck halt, bis es halt nicht mehr schwarz wird, das Bürstchen. Und das mit allen. Man ist eine Zeit lang unterwegs. So, jetzt kommt der nächste Durchgang. Ja, wird auch schon. Wird kaum noch dunkel. So. Der war auch okay, glaube ich. Ja. Noch eine Runde und dann kommen die nächsten zwei. So, eine Dreiviertelstunde hat es bestimmt gedauert, aber jetzt sind alle Ventilführungen auch von innen sauber.
So, mal gucken, wie sich das Ganze macht. Ah. Sehr cool. Ich bin immer noch ein bisschen unglücklich, dass ich, also ich, das nicht wegbekomme. Also über die gesamte Längslänge kippelt ein bisschen. Also hier kriege ich 0,05 durch. Das kann aber auch Verunreinigung sein. Wenn ich hier hinten ein bisschen drauf drücke, also rechts drauf drücke, kriege ich hier 0,05 durch. 0,07 auch. Aber das kann auch Verunreinigung sein. Also es ist nicht viel. Man hört es zwar klappern, aber es ist nicht viel. Fünf gerade so oder gerade so nicht. Naja. Hier geht er durch. Also ich denke, wenn wir 0,1 runternehmen, ist es okay. Wir kommen hin mit kosmetischem Plan. Vielleicht brauchen wir 0,02, aber das sehen wir dann. 0,2. Damit betrachte ich den Zylinderkopf vorerst als fertig. Nach dem Planen werden wir sehen, wo wir stehen. Als nächstes schaue ich mir mal die Ölpumpe an und werde die paar Messungen durchführen, die daran durchzuführen sind, laut Werkstatthandbuch. Das ist in Kapitel 3.9 beschrieben. Und da gibt es ein paar nette Abbildungen hier, wie man sieht, wie man misst, wo man misst. Ich habe das ja schon oft gezeigt bei sehr vielen Ölpumpen von anderen Motorrädern. Hier ist es genauso. Gerade das hier ist also mal wieder nichts Neues. Sorry. Andere Richtung. Lang, lang, etwas kürzer. Aha. Etwas kürzer hier und etwas länger hier, weil hier der Öldruckregler sitzt. Ist eigentlich nicht so sehr verwunderlich. So, hier haben wir einen Passstift, der geht sogar gut raus. Das ist nett von ihm. Ah, es federt. Cool. Hätte ich jetzt eher nicht erwartet. Okay. Hier haben wir auch einen Passstift, das ist der gleiche. Praktisch. Ah. Das muss wahrscheinlich jetzt raus. Oh, nee, das muss raus. Das ist gerade rausgefallen. Okay. Und dann kommt hier der Stift. Der Mitnehmer, der in diesem Ding da kreist. Rosenroter rausbauen, der hat auch wieder so einen Mitnehmer.
Hier erwarte ich einen Punkt, wo es nach außen zeigt. Haben wir keinen. Hier haben wir den, okay. Hier gibt es einen Punkt, der nach außen zeigt. Warum gibt es hier keinen Punkt, der nach außen zeigt? Sehen wir gleich. Also am kleinen Rotor gibt es einen Punkt, der nach außen zeigt. Also am Außenrotor. Und am großen Außenrotor haben wir einen Punkt, der nach innen zeigt. Aha, die Punkte zeigen also alle in die gleiche Richtung. Nämlich in diese. Okay. Dann ist das der Trick auch recht. Dann gibt es hier noch einen Passstift. So. Das hier ist der Öldruckregler. Öldruckregler sollte man sich immer anschauen, weil die Kolben könnten verschlissen sein und könnten klemmen. Man merkt es so gar nicht. Ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, aber ich habe das mal gesehen in einem Auto-Video. Und da war das passiert und dann ging natürlich der Motor kaputt. Und gerade hier bei der langen Standzeit will ich mir das anschauen. So, ich putze das gerade mal ein bisschen aus und dann nehme ich es auf den Schraubstock, damit ich diese Schraube hier öffnen kann. Ja, das könnte eine 14 sein. Das ist fest. Das war nicht sehr fest. Ich mache es jetzt so, dass ich das nach oben ein bisschen belaste, weil wenn die Feder hier raus will, möchte ich ganz gerne vermeiden, dass das letzte Gewindestück rausreißt. Ich weiß nicht, wie stark die Feder ist, aber es wird sich in Grenzen halten. Das Ganze wird nicht gleich durch die Decke gehen. Das war harmlos. Jetzt wieder zurück zum anderen OP-Tisch. Komm raus. Viel mehr als die Feder, die wir ja schon gesehen haben, an Kolben und an Deckelchen, sollte sich dahinter nicht verbergen. Genau. Na komm her. Ja, das war gut, das war beweglich, das war schön. Das hat prima funktioniert. Und hier drin ist alles wunderbar sauber, aber wenn man nicht nachschaut, weiß man es eben nicht. Jetzt haben wir hier noch den Öldruckregler für das Nebensystem, für den Ölkühler und den Kettenspanner. Aber auch das werde ich mir anschauen. Hier wird man einen neuen spendieren müssen, aber so dicke Dinger habe ich eigentlich da, das ist kein Problem. Ich sehe jetzt auch nicht, was passiert. Das ist der Deckel. Irgendwie in meinem Tuch gelandet, oder? Hallo, Deckel. Oh, es ist heruntergefallen. Das ist nur dieses absolut winzige Teil hier. Kein Wunder, dass ich ihn fast verloren habe. So, dieses Ding, die kleine Feder. Und hier. Super. Absolut genial. Wunderbar, gleichgängig, sauber. Prima. Ja. Aus mehr Teilen besteht die Ölpumpe und die
Regler nicht, das ist alles. Ist ja auch genug. Ja. Ich mache jetzt alles schön sauber. Dann wird es mit ein bisschen frischem Öl wieder zusammengebaut. Und dann wird es vermessen. Und dann sollte eigentlich alles okay sein. Hier ist mir schon aufgefallen, an dieser Welle. Aber das haben diese Wellen halt zuweilen so an sich, dass sie unterschiedlich verschliffen ist. Hier ein bisschen Verschleiß drauf ist, aber okay. Da hatten wir schon Wellen in diesem Motor, die viel schlimmer waren, muss man ganz klar sagen. Ist mir nur gerade so aufgefallen. Hier gibt es ein paar Schleifspuren an den Rotoren. Aber ansonsten sieht alles sehr gut aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie willig diese alte Dichtung hier ist. Naja, okay. So, prima. Jetzt gibt es noch eine Bremsenreinigerdusche für das ganze Zeug und dann ist okay. Es ist immer sehr viel Dreck in diesen Ecken da drin. Das ist jetzt sauber. Jetzt kommt das hier noch. So. Das ist auch gut. Kommt dieses Teil noch. So, diesen leicht kontaminierten Bremsenreiniger sammle ich immer in einem Gefäß und kann das dann für weitere Reinigungsarbeiten von dreckigeren Sachen noch verwenden. Das ist dann immer die Vorreinigungsbrühe für Dinge, die sehr verschmutzt sind. Muss man ja nicht wegwerfen, bloß weil es einmal mit ein bisschen Öl in Berührung war. Ja, diese Matte, die mir der liebe Heinz mal geschenkt hat. Der hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, kann ich euch mal verlinken, ganz schön. Baut alte Motorräder neu auf, speziell Hondas, Boldors und so. Willbike Design heißt der Kanal, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Willbike Design, genau. Schönen Gruß an den Heinz. Und nochmal Dankeschön für diese guten Sachen. Vorsicht, Werbung, duckt euch. Man kann jetzt mal schauen, ob die Ölpumpe schon irgendwelchen Junk durchgezogen hat. Und dabei nennenswert gelitten hat, aber das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier ein paar leichte Streifen, die kaum zu spüren sind. Hier ein paar Streifen an der Stelle, die irrelevant sind. Die kleine Ölpumpe sieht auch relativ gut aus. Ich habe da also schon wirklich Schlimmere gesehen. Mit krassem Pitting hier auf diesen Ecken, aber hier ist es hier und da ein kleines bisschen, aber verhältnismäßig wenig. Sowieso irrelevant, weil ich habe keine andere Ölpumpe. Das heißt, das Motorrad muss mit dem auskommen, was es hat. Aber es ist ganz gut zu wissen, was es denn da letztendlich hat. Und das, was es hier hat, ist nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Sogar ziemlich gut. Hier ist wohl doch mal was passiert. Hier sind zwei ziemlich scharfe Kanten, wie man sieht. Die werde ich noch entfernen. Da war wohl doch mal was, was diese Spuren hier gezogen hat. Kann passieren. Man kann dann versuchen,
das wegzumachen, wenn man eine Chance dafür sieht. Aber es hat sich da schon ziemlich reingearbeitet und nach oben flach gedrückt. Also es macht wahrscheinlich mehr Sinn, das drin zu lassen, alles rauszumachen. Hier ist noch eins. Zumal an dieser Stelle ist ja am Gegenpol das Aluminium und da passiert ja eigentlich nichts, was nicht schon passiert ist. Wie man deutlich sieht, dass da passiert ist. Okay. Ich kriege das jetzt nicht raus und ich lasse es jetzt auch drin, weil wahrscheinlich wird es an dieser Stelle für den Rest seines Lebens bleiben und das ist dann okay. Ja, da hat's schon mal einen durchgezogen. Okay. So, dann machen wir mal wieder zu. Öldruckregler. Und das Käppchen. Ich habe hier jetzt keine Drehmomentangabe gefunden im Werkstatthandbuch, aber ich denke, sowas kriegt man nach dem Gefühl hin. Aluminium auf Aluminiumschraube sollte nicht gar zu fest angeschraubt werden dürfen oder müssen. Wäre dieser Punkt erledigt? Ja, wie funktioniert so eine Öldruckregelung? Hier ist ja der Ausgang der großen Pumpe an dieser Stelle, das ist dieses Loch. Und wir sehen hier unten sehen wir den Kolben des Öldruckreglers. Also wenn der Druck hier am Ausgang zu hoch wird oder einen gewissen Wert erreicht hat, dann drückt dieser Kolben nach oben, drückt die Feder zusammen und dieses Ding kommt nach oben und wir haben ja gesehen, dass hier lauter Löcher in diesem Kolben drin sind und das Öl kann dann über diese Löcher ganz einfach ausströmen und es gibt dann ein Gleichgewicht zwischen dem Öldruck und dem Federdruck und das ist der Öldruck, auf den geregelt wird. Hier ist es ähnlich, der Druck entsteht hier, das ist der Ausgang und wir sehen hier den Ausgang Richtung Ölkühler und hier sitzt also dieser Kolben drin. Der Kolben geht so weit runter an dieser Stelle, dass dieses Loch verschlossen ist und sobald der Öldruck erreicht ist, geht dieser Kolben nach oben und kann hier querströmen, das Öl und nicht hier unten rauskommen, sondern hier sozusagen rausströmen und das ist der ganze Trick bei dieser Geschichte. Ein bisschen anders, aber doch sehr ähnlich. Ja, und so funktionieren die Dinge eigentlich bis zum heutigen Tage. Da hat sich noch nichts dran geändert. Auch bei der CBF 1000 haben wir gesehen, bei anderen Motoren sind diese Öldruckregler alle genauso. So, jetzt kommt dieses Käppchen. Ich hätte jetzt wenig Bedenken, diesen Split weiter zu verwenden, aber wenn man hat, kann man ja auch einen neuen nehmen, da hat zwar jetzt eine etwas größere Öse, aber das ist jetzt nicht schlimm. Wir haben ja keinen Platzmangel an dieser Stelle.
So, sind wir mal mit dem Gebotenen zufrieden. Ich habe das mal so hingestellt, wie es zusammengehört. Das Einzige, was man sich merken muss, sind, dass alle Punkte auf diesen Komponenten, es sind ja Punkte drauf hier an dieser Stelle, in eine Richtung müssen, nämlich in die Richtung des Ausgangs, des Antriebs. Hier, wo dieser Keil, diese Nut sich befindet. Und das ist ja da, wo das Loch im Gehäuse ist, logischerweise. Ja. Und alle Punkte zeigen also in diese Richtung. Und ich habe es gerade mal versucht, falsch zusammenzubauen, mutwillig falsch zusammenzubauen. Aber es geht gar nicht. Es geht, irgendwo klemmt es immer, wenn man es anders machen will. Also man kann eigentlich nichts falsch machen. Es ist ganz interessant, finde ich, wenn man sich die technischen Daten von so einer Ölpumpe mal anschaut. Wir haben ja hier gleich zwei, eine große und eine kleine. Hier steht die Ölfördermenge rechts und links, also die große Ölpumpe ist also die Ölpumpe, die jetzt mehr mit rechts bezeichnet ist. Das ist die, die den Hauptölkreislauf schmiert. Die hat also eine Fördermenge von 36,5 Liter pro Minute und die kleine hat 27 Liter pro Minute. Das heißt, der Unterschied ist gar nicht so groß. 36 bis 27 ist eigentlich ja, Faktor 1,5 vielleicht. Mehr ist es nicht. Aber interessant ist der Druck. Die linke Pumpe, die kleine, hat also 0,5 bis 1 Kilogramm pro Quadratzentimeter und die große, die hat 4 bis 5,3 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das ist also ja, Faktor ja, 8 vielleicht ungefähr. Ne? Ja. Ja, gut. Und die Messwerte sind überall die gleichen, also die Toleranzen der drei Messwerte, die zu nehmen wären, nämlich der Abstand zwischen Innen- und Außenrohr, das ist das Spitzenspiel, haben wir schon oft genug gemacht, und dann Innen-Außenrohr zu Gehäuse und Außenrohr zur Oberkante. Das mache ich jetzt gerade mal und dann schauen wir mal, ob das passt. Für die Messung stecke ich es mal kurz ohne Öl zusammen. So, das ist das eine Segment. Und ein Punkt ist jetzt das Spitzenspiel, was zum Beispiel hier an dieser Stelle auftritt. Das soll also 0,08 bis 0,12 haben. Ich habe jetzt mal 0,12er Blatt, das kriege ich also nicht durch. Das heißt, die obere Verschleißgrenze ist schon mal nicht überschritten. Ich versuche es nochmal mit 0,1 mm. Ah, 0,1 mm geht gerade so saugend durch. Das heißt, wir haben da schon. Hier gehen sie nicht durch. Doch, hier gehen sie auch durch. Ah, es dreht sich nicht mehr. Nein. Summe es hier nochmal. Nee, 0,1. Geht hier auch nicht. Okay. Also das ist in Ordnung. Dann sollen wir hier 0,15 haben. Ich habe jetzt das 0,1er Blatt zufällig hier und es geht schon ziemlich schwer rein, muss ich sagen. Hier kriege ich es rein, aber nicht mehr wieder raus. Also das 0,15er kann ich wohl relativ sicher von ausgehen, dass das nicht reinpasst. Ich habe hier das 0,14er gerade gefunden. Ne, 0,14 geht schon nicht mehr. Okay, und doch hier an dieser Stelle geht es mit Gewalt. Ne, jetzt auch nicht mehr. Gut, und für die Gehäuseoberkante-Messung lege ich es mal gerade in meinen Bernstein-Schraubstock und lege hier das Straight Edge drauf. So. Hierfür kann ich meine bewährte Blattkombination 0,05, 0,07 benutzen. 0,07 ist der Grenzwert. Das geht nicht durch.
Hier auch nicht, hier auch nicht. 0,05 geht auch nicht durch. 0,02 sollte es dann jedoch haben, allerdings habe ich keinen 0,02er Platz, sowas hat natürlich kein Mensch. Ich kann es mal mit 0,04 probieren. Das ist, ja, 0,04 kann ich hier vielleicht ein bisschen durchstecken, vielleicht an der einen Stelle. Gerade so, möglicherweise ein Stückchen. Also 0,04 geht ein bisschen rein, aber dann klemmt es hier schon wieder. Wahrscheinlich auch deshalb, weil das Blatt ein bisschen krumm ist. Aber es liegt, denke ich mal, in dem Bereich, wo es liegen soll. Nämlich zwischen 0,02 und 0,07, weil 0,07 geht auf gar keinen Fall. So, jetzt teste ich das gleiche auf dem anderen Pumpensystem. Jetzt muss erst der Stift rein. So. Dann kommt das so da drauf. Ja, und jetzt kann ich die gleichen Messungen machen wie vorher auch. 0,1 an der Spitze geht nicht durch. Also ist das in Ordnung. 0,14 hier außen geht auch nicht rein. 0. Ich nehme mal 0,12 aus Interesse. Ja, 0,12 geht gerade so die Spitze rein. Ich denke 0,1 würde reingehen. Aber ist prima, ist eine Toleranz. So, und hier 0,05 geht in der Mitte durch, rechts und links nicht. Ich versuche es gerade mal von der anderen Seite. Okay, die Toleranz ist 0,07, geht hier nicht durch, geht in der Mitte allerdings durch, am Rand nicht. Ja, hier sieht so aus, als würde der Mittenrotor die 0,7 fressen, die 0,07, aber okay. Ich probiere es nochmal mit 0,1, weil das wäre dann die absolute Verschleißgrenze. 0,1 kriege ich nicht durch, da wackelt mein Lineal. Okay, ja, so ist die Tendenz hier und das müssen wir halt einfach hinnehmen. Ist ja jetzt auch nicht ganz schlecht. So, ich mache das Ganze jetzt wieder auseinander. Öle das anständig ein. Und baue es eingeölt wieder zusammen. Könnte ein bisschen Sauerei geben. Aber macht nichts. Ist ja frisches Öl. Bleibst du drin? Stift. Wo sich wille, da sich Gebüsch. So. Jetzt haben wir hier richtig schön Sauerei.
Deckel drauf. So. Deckel drauf, von wegen. Passstifte. Passstift hier. Passstift hier. Und so. Und hier nochmal ab. Passstift hier. Dann haben wir die kurze Schraube hier, so war es doch. Jetzt guckt die Schraube hier ein bisschen raus, aber das muss vorher auch schon so gewesen sein, weil andere Schrauben haben wir nicht. Hier ist bündig, hier ist bündig, hier steht es ein bisschen über. Geht nicht anders. So. Ja, prima. Die Gummis gibt es hoffentlich neu. Das gehört zur Installation der Ölpumpe dazu. Damit kommen sie ins Gehäuse. Das war's. Ja, Freunde, ein Samstag geht zu Ende. Langsam aber sicher. Ich habe noch ein bisschen was vor, was ich nicht hier in der Garage tun werde. Deshalb mache ich hier Schluss mit diesem Video. Ich hoffe, es sind ein paar Minuten zusammengekommen. Ich denke schon. Bis demnächst bei Zams Channel.